Willkommen zum fünften Teil in meiner Reihe Digitale Signaturen. Diesmal geht es um den Schnorr-Algorithmus. So, was ist der Schnorr-Algorithmus? Der Schnorr-Algorithmus ist ein asymmetrisches Signaturverfahren. Das hat also zwei Schlüssel, einen Public Key und einen Private Key. Und es basiert auf dem diskreten Logarithmenproblem. Der private Schlüssel, der wird zum Signieren verwendet und der öffentliche Schlüssel, der wird zum Überprüfen von Signaturen verwendet. Und das Ganze ist mathematisch bewiesen sicheres Signaturverfahren. Und das ist dem DSA-Verfahren, wie wir gleich sehen werden, sehr ähnlich. Zur Geschichte: Das wurde 1989 auf der Eurocrypt, das ist eine Krypto-Veranstaltung, die es sogar heute noch gibt, wurde das vorgestellt von dem deutschen Physiker Klaus-Peter Schnorr. Und das Verfahren wurde von Schnorr 1991 patentiert. Das Patent, das ist allerdings 2008 schon abgelaufen und daher kann jeder den Algorithmus verwenden, der den verwenden möchte. 1998 warf Schnorr den NIST, den National Institute of Standards and Technology, vor, dass das mit dem DSA, das ja sehr ähnlich sein soll, sein Patent verletzt. So, und dann zur Vorbereitung. Wir müssen mehrere Zahlen wählen, damit wir die Berechnung durchführen können. Das heißt, wir haben eine Zahl Q, die wir wählen müssen. Die sollte auch mindestens 2048 Bit sein, laut BSI. Dann haben wir eine Zahl P und für P muss gelten, dass P minus 1 zweimal Q ist. Dann wählen wir eine Zahl G und G ist eine Zahl in Z Stern P, in der zyklischen Gruppe Z Stern P. Und wir wählen dann noch eine Zahl A. Und für A gilt, dass es A zwischen 0 und Q sein muss. Danach berechnen wir dann mit dem G und mit dem A, das wir haben, dann unser Y. Und A ist unser Private Key. Und alle anderen Zahlen, die wir gerade ausgerechnet haben oder gewählt haben, sind unser Public Key. So, dann das Erstellen einer Signatur funktioniert dann wie folgt. Wir wählen dann ein zufälliges K und K muss also größer 0 und kleiner Q sein. Und wir berechnen dann R kongruent G hoch K modulo P und berechnen uns dann noch ein T und T ist der Hash von M konkateniert mit R. Danach können wir uns dann noch ein S berechnen. Und S ist dann K plus A mal T modulo Q. Und unsere Signatur ist dann das Tupel S und T, also die zwei Zahlen, die dann da rausgekommen sind. Zum Erstellen der Signatur wählen wir uns dann ein K. Und K ist zwischen 0 und Q. Und K ist eine ganz wichtige Zahl, die muss man jedes Mal neu aufs Neue zufällig wählen, weil das eine sogenannte Nonce ist, also eine Number Used Once. Und die wird als One-Time-Pad verwendet zum Verschlüsseln von A ohne K. Oder wenn man K mehrmals verwendet, dann könnte man relativ leicht das A hier rausrechnen. Deswegen muss die jedes Mal aufs Neue zufällig gewählt werden. So, wenn wir dann K haben, dann können wir uns R ausrechnen. Und R ist G hoch K modulo P. Wenn wir R haben, dann können wir uns T dann ausrechnen und T ist dann der Hash von der Nachricht M konkateniert mit R. Also die werden einfach nur hintereinander rangehängt und dann in den Hash-Algorithmus eingegeben. Und das, was dann herauskommt, das ist einfach T. T ist der Hash. Danach dann berechnen wir unser S noch. S ist kongruent K plus A mal T modulo Q. Und S und T ist dann das Tupel und das sind die zwei Zahlen, die da rauskommen, das ist dann unsere Signatur. Und zum Überprüfen der Signatur verwenden wir dann das Tupel S und unsere Zahlen, die im Public Key sind, also G hoch S mal Y hoch T und modulo P. Und was da rauskommt, das ist dann U. Und dann berechnen wir uns noch ein V. Und V ist der Hash von M konkateniert mit U, also auch wieder, das wird auch wieder hintereinander gehängt und dann ein Hash-Algorithmus reingegeben. Und das, was da rauskommt, ist dann V. Und wenn T und V gleich sind, dann ist die Signatur gültig. So, und das Ganze hier noch einem Bild dargestellt. Wir haben auf der linken Seite die Alice, auf der rechten Seite den Bob. Und die Alice, die möchte eine Nachricht signieren und an den Bob versenden und der Bob, der möchte die Nachricht dann empfangen und die dann mit einem Verifikationsalgorithmus validieren, ob die
die Signatur und die Nachricht korrekt bei ihm angekommen ist. Und das Ganze funktioniert dann folgendermaßen. Wir haben hier den Private Key A und geben den dann in den Signaturalgorithmus ein und die Zahlen vom Public Key hier noch, G und P. Und dann können wir unser R ausrechnen und unser T ist dann der Hash von M und R. Und S ist Konkurrent G plus AT modulo Q. Und dann wird M und S und T einfach rübergesendet an den Bob. Und der Bob, der kann dann mit dem Public Key, den er sich runterladen kann, in den Verifikationsalgorithmus dann die ganzen Zahlen eingeben und kann sich dann mit G hoch S mal Y hoch T modulo P sein Q ausrechnen und mit dem Hash von M und U kann er dann das V ausrechnen und dann je nachdem, ob sie gleich oder ungleich sind, ist dann die Signatur gültig oder eben ungültig. So, und dann zum Schlüssel erzeugen mit kleinen Zahlen noch. Wir wählen dann ein Q und ein P, so dass gilt P minus 1 ist 2 mal Q. Und das kann man hier dann ja ausrechnen. P minus 1 ist 22 und Q mal 2 ist auch 22, also ist die Aussage hier wahr. So, dann wählen wir noch ein G und G ist in der zyklischen Gruppe Z Stern P, also in der Gruppe Z Stern 23. Das bedeutet dann nur, dass die zyklische Gruppe immer modulo 23 gerechnet wird. Also die Elemente in Z sind einfach endlich und sind zwischen 0 und 23. Und wir wählen G einfach als 2 jetzt in dem Beispiel. Ja, dann wählen wir noch ein A. A ist unser Public Key. Und der muss zwischen 1 und Q minus 1 sein. Und wir wählen für A 5. Und dann berechnen wir Y. Und Y von G hoch minus A ist 2 hoch minus 5. Und das Inverse von 5, das rechnen wir mit dem euklidischen Algorithmus aus. Das ist in dem Fall 6. Und dann kommt da 2 hoch 6 raus. Und wenn wir das ausrechnen, dann kommt da 18 modulo 23 raus. So, dann hier noch den Public Key. Das ist dann die 11, die 23, die 2 und die 18. Die vier Zahlen, das ist der Public Key. Und der Private Key ist das A und nur die 5 halt. Und A muss natürlich geheim gehalten werden. Dann die Signatur erzeugen mit kleinen Zahlen. Wir sagen einfach die Nachricht M ist 9 und wählen dann eine zufällige Zahl K. Also das ist ja wichtig, dass das K immer neu und zufällig gewählt wird. Und ja, wir haben jetzt nur einen kleinen Zahlenraum, ne, deswegen ist das kein sonderlich gutes Beispiel, wie man es also nicht in der Realität machen sollte. Auf jeden Fall mit großen Zahlen wird der Zahlenraum schon riesengroß. Wenn man 2048 Bit da verwendet, dann wird das schon eine große Zahl. Und dann können wir unser R ausrechnen, wenn wir K haben. Und G hoch K ist 2 hoch 7 und das gibt dann 13 modulo 23. Und dann können wir unseren Hash dann berechnen. Das ist dann 9 kokardiniert mit 13 und wir sagen einfach, dass der Hashwert dann die 4 rauskommt. Und dann berechnen wir noch S und S ist K plus A mal T. Das heißt 7 plus 5 mal 4 und da kommen dann 5 modulo 11 raus, wenn man das ausrechnet. Und die Signatur ist dann S und T. Das heißt die 5 und die 4 ist dann unsere Signatur. Und zum Überprüfen der Signatur mit kleinen Zahlen ist dann das folgende gegeben. Das ist der Public Key sowie die Signatur. Und dann können wir unser U ausrechnen. Das ist ja G hoch S mal Y hoch T. Da kommen dann 2 hoch 5 mal 18 hoch 4 raus. Und es gibt dann 9 mal 4, wenn man das modulo 23 rechnet. Und da kommen dann nur noch 13 raus. Modulo 23. Und dann können wir das V ausrechnen und da gibt man denselben Hash-Algorithmus dann das M und das U konkardiniert ein. Und da kommen dann wieder 9 sowie 13 rein und da kommen auch die 4 natürlich raus, weil ja dieselben Zahlen hier eingegeben werden. Und dann vergleicht man die Hashes und die sind beide gleich und das heißt, die Signatur ist gültig. Und hier ist das Ganze nochmal in einem Bild dargestellt mit eingegebenen Zahlen. Also hier ist die Alice, eine Private Key ist 5. Und ja, hier die ganzen Zahlen eingegeben mit der Nachricht 9
Das Ganze wird dann übersendet mit der 5 und der 4. Und dann kommen alle Zahlen hier in den Verifikationsalgorithmus rein und nachher kommt dann 4 ist gleich 4 raus und die Signatur ist dementsprechend dann gültig. Ja, dann noch zur Sicherheit. Die Sicherheit beruht auf dem diskreten Logarithmenproblem und um eine möglichst hohe Sicherheit zu garantieren, empfiehlt das BSI für P eine Größe von 2048 Bit oder mehr und für Q ist mindestens eine Größe von 224 Bit vorausgesagt. Und weiter wichtig ist, dass der Parameter K nur einmal, das habe ich ja schon erwähnt, verwendet wird als Nonce und jedes Mal aufs Neue zufällig gewählt werden muss. K funktioniert daher als One-Time-Pad, das auf A, also dem privaten Schlüssel, aufaddiert wird. Ja, und hier noch die Quellen zu dem Ganzen.